Die innere Sicherheit in Deutschland ist gefährdet. Die massive Zunahme von Gewaltkriminalität und Einbrüchen und der gleichzeitige Abbau von Polizeistellen hat zur Kapitulation des Rechtsstaats geführt. Tägliche Einzelfälle bestätigen das weit verbreitete Gefühl, dass man in Deutschland immer weniger sicher ist. Ob es No-Go-Areas in den Großstädten sind, Übergriffe auf Frauen oder die Dominanz von Fremden in unserer Heimat. Man ist der importierten Kriminalität oft schutzlos ausgeliefert. Doch wenn der Staat nicht fähig ist, seine Bürger zu schützen, müssen die Bürger sich selbst schützen. Daher wollen wir Schutzzonen schaffen. Eine Schutzzone ist ein Ort, an dem Deutsche Sicherheit finden können. Das kann ein Gebäude, ein Fahrzeug, eine Stadt, ein Stadtteil, ein Dorf, eine Menschengruppe oder ähnliches sein. An diese Orte kann man sich in Notsituationen zurückziehen oder sie dauerhaft als sichere Orte ausbauen. Sie sind nach außen abgrenzbar, können gesichert werden und bieten Kommunikationsmöglichkeiten. Dort sollen Recht und Gesetz durchgesetzt werden, wenn eine akute Bedrohung durch Sicherheitsorgane nicht sofort beseitigt werden kann. Schafft Schutzzonen. Sicherheit durch Solidarität.